Die Aktienmärkte erreichen neue Hochs, aber nichtsdestotrotz sehen wir Chancen in vier Branchen: Energie, Luxus, Konsumgüter und Immobilien. Also bleib auf jeden Fall dran, weil genau diese vier Branchen betrachten wir heute und wir haben jeweils eine Investmentidee dabei. Starten wir jetzt direkt mit der ersten Idee und das ist Luxus. Wir haben dabei den Amundi Global Luxury ETF und du siehst es, er ist steil auf dem Weg nach unten. Und was sind so die Top-Komponenten mit dabei? Hermes, LVMH, Ferrari, Mercedes und ein Unternehmen, das wir dir jetzt als erstes heute mal ganz kurz vorstellen wollen, was sich lohnen könnte, es näher zu betrachten, ist Kering. Wer kennt Kering nicht? Du kennst bestimmt die Marke Gucci, das ist auch so das Zugpferd. Und wir sind hier in der Nähe von einem 52-Wochen-Tief und das könnte natürlich für langfristige Dividendeninvestoren ein sehr interessanter Einstieg sein. Also heute fokussieren wir uns auch auf Dividenden. Du siehst es hier, fast 3,7% Dividendenrendite aktuell. Das gibt es nicht sehr häufig bei Gucci und das oder bei Kering. Und das macht es natürlich nochmal erträglicher tatsächlich zu sagen, Mensch, ich nehme die oder ich schlucke die Kröte der französischen Quellensteuern. Weil langfristig geht die Dividende nach oben. Wir schütten gerade mal 54% unseres Free Cashflows aus, also Kering. Und die aktuelle Dividende liegt bei 14 Euro und ich gehe nicht davon aus, dass sie bei dieser Ausschüttungsquote auch gesenkt wird oder gar gestrichen wird. Zweimal im Jahr gibt es hier für Kering-Aktionäre Dividenden. Schauen wir uns die Zahlen an und das ist nochmal ganz interessant. Ja, also lange ist der Umsatz eigentlich flach geblieben und ab diesem Jahr soll er jetzt wieder anziehen. Und ich glaube, das glaubt im Moment der Markt nicht so wirklich. Der Earnings per Share soll auch jetzt erst wieder im Zuge von 24, 25 zulegen, die Free Cashflow Marge sehr gut auf 20% erhöht. Also hier hat man wahrscheinlich auch einiges an Effizienzen mit eingebracht. Die Dividende soll auch über 15 Euro 2025 sein. Davon gehe ich tatsächlich auch aus. Schaut man sich die aktuelle Bewertung an, da muss man sagen, Kering ist historisch gesehen relativ günstig, so ein bisschen sogar noch günstiger als 2011, 12 oder auch 13. Und auch das KGV, schauen wir für nächstes Jahr, 12,9, die Dividendenrendite bei fast 4%, KUV von 2, dann haben wir noch einen Buchwert von unter 3, also das gefällt mir richtig gut, sowie die Free Cashflow Marge, also das ist ja das, was wir Aktionäre kriegen an Kohle, 8,09%. Wenn du jetzt neu hier bist, möchte ich dich recht herzlich willkommen heißen auf unserem Kanal. Mein Name ist Philipp von den Aktienbuddies. Gemeinsam mit Marcel haben wir auch einen tollen Podcast. Kannst gerne mal reinhören. Wir wollen hier kostenlosen Mehrwert, der nicht umsonst ist, bieten. Und wenn du uns jetzt abonnierst, dann hast du noch den Vorteil im Community-Tab. Kannst du jetzt abstimmen, welche zwei Unternehmen müssen noch näher betrachtet werden? Weil eines dieser vier Unternehmen möchte ich potenziell auch in mein privates Depot kaufen. Wenn du mehr über mein privates Depot erfahren möchtest, schau nochmal hier. Da findest du jetzt auch oben rechts tatsächlich nochmal einen Link zu meinem Depot, wie es aktuell aussieht. Also dranbleiben, weil wir haben jetzt noch drei Branchen und die nächste Branche, die ich aktuell für sehr interessant finde, ist tatsächlich Energie. Und hier nutze ich auch wieder einfach einen ETF zu schauen, wo steht da aktuell MSCI World Energy. Und schaut man sich hier die Top-Kandidaten an. Ja, dann haben wir Exxon, Chevron, Shell, Total Energies, ConocoPhillips, BP und wen jetzt picken? Und tatsächlich, das ist natürlich eine Branche, wenig Wachstum, sehr zyklisch. Deswegen kaufen wir sie auch hier, wenn die Dividenden sehr sicher sind und auch sehr hoch. Und ich meine, ich habe ein Unternehmen dabei, dessen Dividendenrendite sehr hoch und sehr sicher ist. Und tatsächlich, ich habe ja immer gesagt, niemals Öl und Gas, aber man soll ja niemals nie sagen. Und ich finde ganz interessant die Aktie von Exxon, weil wir sind auch hier wieder tief. So tief standen wir erst letztes Jahr. Und ExxonMobil ist natürlich, sie fördern alles aus der Erde, was es zu fördern gibt. Aber sie machen das sehr klug, weil die Dividende steigt konstant an. 3,7% aktuell werden 3,68 Dollar in vier Tranchen ausbezahlt in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Und nur 39% des Free Cashflows wird bezahlt. Also hier schaut man natürlich, dass man langfristig auch die Dividende steigern kann. Die aktuellen Zahlen, wir sehen hier diesen zyklischen Umbruch, ja, 2022, tolles Jahr, tolle Ölpreise und jetzt geht es erstmal wieder runter vom Umsatz. Das bedeutet natürlich auch, die Umsatzrendite sinkt, der Gewinn sackt auch richtig ab, aber klar, von 77 Milliarden auf 54 Milliarden, das ist immer noch viel und das bedeutet auch, trotz des Gewinneinbruchs, ja, von 13,26 Dollar, der jetzt vermutet wird, auf 8,71 Dollar, ist man in der Lage,
trotzdem Free Cashflows zu generieren. Und das deckt natürlich Aktienrückkäufe und Dividenden. Und ich gehe davon aus, Sie sind ein Dividendenaristokrat. Sie werden weiterhin auch die Dividende bezahlen und auch stetig erhöhen. Kommen wir zur aktuellen Bewertung. Das KGV, es steigt langsam. Das ist immer sehr gut. Also man soll ja kaufen, wenn die Margen runtergehen und die Margen hochverkaufen. Schauen wir hier, 22 waren wir bei 8,32. Jetzt sind wir schon deutlich höher. Die Dividendenrendite liegt zu. KUV fast bei 1 und auch der Buchwert unter 2. Sehr, sehr gut. Und wir sehen es auch hier tatsächlich, die Anzahl der Aktien. Also in guten Jahren werden auch Aktien zurückgekauft. Das könnte man natürlich noch mal ein bisschen optimieren, dass man sagt, jetzt kaufen wir, wenn die Kanonen donnern. Jetzt neu in der Abstimmung, also deswegen abonnieren ExxonMobil. Stimmen super gerne ab. Ich werde mir alle noch mal genauer anschauen, aber ich möchte dich natürlich auch nicht langweilen. Welche zwei Unternehmen möchtest du noch mal genauer betrachtet haben, bis es zu meiner Kaufentscheidung kommt? Die nächste Branche, die ich mir mit dir jetzt anschaue, ist tatsächlich Real Estate, ja, Immobilien. Da werden jetzt viele sagen, Mensch, die Zinsen sind ja hoch und das sehen wir auch hier, Zinserhöhungen und somit ging sofort der Spider Dow Jones Real Estate Global nach unten, aber er berappelt sich. Also hier werden anscheinend Zinssenkungen auch eingepreist und schaut man sich die größten Positionen dieses Fonds an, sehen wir Prologis, Equinix, Welltower, Public Storage und Mitsui Fudosan. Habe ich noch nie gehört. Und das ist auch so ein kleiner Tipp. Schaut einfach mal in die ETFs rein, weil da siehst du ganz klar, wer ist eigentlich mit dabei. Und Mitsui Fudosano ist ein Unternehmen aus Japan. Sie sind großteils in Japan investiert und sie sind auch in diesem Aufwärtstrend, weil die Zinsen werden nicht wirklich erhöht in Japan. Das ist hier einfach ein Riesenvorteil. Sie machen Immobilien, Immobilienentwicklung, aber auch Verwaltung und Vermarktung. Ja? Ganz spannendes Thema. Auch hier wieder ein klassischer Dividendenwachstumswert. Wir sehen tatsächlich, es geht immer schön nach oben, wenn es schön läuft. Und das ist dieses schöne, traditionelle, japanische. Wir haben gerade mal 1,75% Ausschüttungsquote. Es werden ungefähr 39 Cent ausbezahlt oder Dividendenrendite 1,75%. Das macht eine Ausschüttungsquote von 25%. Und es gibt zwei Zahlungen im Jahr. Die Bewertung, wir sehen, Umsätze sollen zulegen, das EBIT soll zulegen. Ja? Der Gewinn je Aktie, Free Cashflows, hier eher negativ, weil sie müssen natürlich immer reinvestiert werden. Aber auch hier die Dividende soll schön weiter stetig ansteigen. Ich glaube, das ist ein sehr langweiliger, defensiver Wert, den man sich einfach mal hier in sein Depot legen könnte. Die Bewertung auch hier wieder schön. Sie ist nicht teuer, sie ist aber auch nicht wirklich günstig. Nichtsdestotrotz, und das gefällt mir richtig gut, ja, bei Immobilien haben wir ja auch diesen Buchwert, der jetzt sogar für übernächstes Jahr unter 1. Auch das KUV tatsächlich nicht teuer. Also ich kann mir vorstellen, ich würde hier mit der Aktie nicht viel falsch machen, wenn ich sie mir in mein Depot lege. Neu in der Abstimmung jetzt Mitsui Fudosano. Jetzt kommen wir als allerletztes zum MSCI World Consumer Staples und das gefällt mir hier auch wieder richtig gut. Konsumgüter ist ja etwas, du siehst es hier in den Top 10. Ich bin investiert bei Procter sowie bei PepsiCo. Unilever habe ich auch nochmal vorgestellt, kannst du dir auch nochmal hier oben anschauen, wenn du dich für ein Investment bei Unilever interessierst. Ich habe ein weiteres Unternehmen mitgebracht und über das redet man irgendwie gar nicht. Und das ist die Aktie von Reckitt, Reckitt Benckiser aus Großbritannien. Auch hier brutal abgestraft, trotz gutem Wachstum. Und das schauen wir uns mal hier kurz an. Die Dividendenrendite hier fast auf einem historischen Hoch. Nur mehr Dividende gab es tatsächlich zwischen 2012 und 2014. 3,63% bei einem Free Cashflow Ausschüttungsquote von 65% und 2 Zahlungen im Jahr. Schön ist, das Thema Quellensteuer haben wir ja hier gar nicht in Großbritannien. Schauen wir uns die Zahlen an und sie wachsen. Und das ist richtig gut, ja. Also der Umsatz soll zulegen, das EBIT soll zulegen, der Earnings per Share, der Gewinn je Aktie, der Free Cashflow legt zu, die Free Cashflow Marge enorm, ja. Also richtig, richtig gut, gefällt mir richtig gut. Die Conversion auch sehr gut und die Dividende ist locker gedeckt von den Gewinnen sowie von den Free Cashflows. Die Bewertung ist meines Erachtens nach. Könnte sie sehr günstig sein, ja, das KGV unter 16 immer schön runterkommen, Buchwert geht runter und auch das KUV geht runter, gefällt mir richtig gut, tolle Marken, ja, also Safe Sex, denkt zum Beispiel auch an Durex. Neu in der Abstimmung jetzt als viertes die Aktie von Reckitt und jetzt brauche ich deine Meinung, schreib mir doch gerne nochmal ein Feedback in die Kommentare, was hältst du von diesen vier Unternehmen, Kering, ExxonMobil, Mitsui, Fudosan, sehr spannend und Reckitt. Ich persönlich werde natürlich auch abstimmen, möchte dich aber auch nicht hier beeinflussen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wo wir uns die aktuellen Bewertungen, die fairen Kurse der zwei von dir gewählten Unternehmen dann auch anschauen. Bis dahin, ciao.